Hallo, das wird heute einer meiner wichtigeren Themen, also besonders für Stammzuseher dieses Kanals. Das ist heute, glaube ich, wirklich wichtig. Ich möchte heute genau vorrechnen, wie Italien Probleme bekommen wird in den nächsten Monaten. Ich habe mir den Anleihebestand von Italien, der ausständig ist, ziemlich genau angesehen und werde einiges an Zahlen bringen und eben zeigen, dass absehbar ist, ja, dass in Italien in den nächsten Monaten, vielleicht auch erst in 18 Monaten, aber in absehbarer Zeit ein Problem bei den Staatsschulden auftauchen wird. Es gibt immer wieder mal Situationen, wo ich glaube, dass man Sachen, wenn man 2 und 2 zusammenzählt, wie hier, relativ gut vorhersehen kann. Es gibt andere Sachen, andere Themen, wo ich sehr demütig bin, wo vieles von politischen Entscheidungen abhängt, von eventuell Ereignissen, die erst in der Zukunft liegt, wo Prognosen dann schwierig sind. Aber es gibt eben auch ab und zu Sachen, die relativ leicht prognostizierbar sind, ja, die im Mainstream aber kaum vorkommen, weil man sie auch nicht sehen will. Ich habe da in der ablaufenden Woche schmunzeln müssen, weil ein Mainstream-Ökonom, den ich aber durchaus schätze, deswegen habe ich mir das Interview durchgelesen, der aber auch in einigen staatlichen Gremien sitzt, die Bemerkung fallen hat lassen, dass quasi niemand 2021 die Inflation vorausgesehen hat. Also ab Frühjahr 2021 gibt es hier ganz klar die Prognose auf diesem Kanal vorgerechnet, indem man einfach nur schaut, wie viel Geld druckt die EZB gerade, wie läuft die Wirtschaft, nämlich die Menge der Güter bleibt etwa gleich. Die Geldmenge hat sich während der Corona-Maßnahmen verdoppelt, um die zu finanzieren, und die ganz klare Aussage nach der Rücknahme der Corona-Maßnahme kriegen wir ein Inflationsproblem. Ja. Und ich glaube, dass hier momentan ein ähnliches Bild ist. Ja. Es gibt also, glaube ich, einige Leute, vor allem wenn sie in staatlichen Stellen sitzen, dann wollen sie das nicht sehen. Oder ich kenne auch einige Leute privat, die dann durchaus privat andere Meinungen haben, als sie in den jeweiligen Stäben äußern, aber man kann hier meiner Meinung nach relativ leicht zeigen, dass hier ein Problem auftaucht. Ich habe das in den letzten 2-3 Wochen öfter mal auf dem Kanal thematisiert und da kamen eben einige Kommentare. Der und der Experte sagt, Italien ist so langfristig verschuldet, es gibt in nächster Zeit keinen großen Refinanzierungsbedarf, deswegen gibt es kein Problem mit italienischen Staatsanleihen. Das ist meiner Meinung nach falsch, ja, und das werde ich in den nächsten 30 Minuten zeigen, dass das falsch ist mit sehr vielen Zahlen und Fakten. Deswegen wird das Video wahrscheinlich etwas mühsamer zum Anschauen, aber es zahlt sich aus, das einmal wirklich genau unter die Lupe zu nehmen, um zu sehen, wo das Problem ist, auch wenn das kein Video wird, wo man sich einfach leicht nebenbei berieseln lassen kann. Übrigens auch noch sehen das einige der Experten nicht. Da gibt es ja durchaus intelligente Menschen, die solche Aussagen sagen, und man muss halt immer schon mit berücksichtigen, was jemand in der Öffentlichkeit sagt, ja, und was er vielleicht auch wirklich denkt. Ja. Also gerade Menschen, das können hochintelligente und gute Denker sein, die in einigen Punkten sehr viel Richtiges und Wahres sagen, zum Beispiel über Aktien oder Finanzmärkte. Aber wenn man zum Beispiel prominent in der Versicherungswirtschaft tätig ist, ja, und sein Geld in der Versicherungsbranche verdient, die Versicherungsbranche ist vom Staat verpflichtet, die Risiken von Staatsanleihen nicht zu sehen. Das hat die EU so umgesetzt, ja, um die Versicherungen dazu zu bringen, möglichst viel Staatsanleihen zu kaufen. Also für Staatsanleihen brauche ich als Versicherung keine Risikovorsorge bilden. Für eine private, eine Industrieanleihe müsste ich eine Risikovorsorge bringen. Das heißt, wenn ich statt Industrieanleihen Staatsanleihen kaufe, dann sinkt das Eigenkapital, das ich mindestens haben muss, und ich kann dann als Versicherung ganz stolz melden, dass ich die Solvency II-Vorschriften um 150% übererfüllt habe, was ganz toll klingt. Ja. Wenn je mehr Staatsanleihen in dem Bestand drin ist, desto weniger Mindestkapital brauche ich. Ja. Das ist aber natürlich falsch, dass Staatsanleihen kein Ausfallsrisiko haben. Das zeigt zum Beispiel die Pleite der Silicon Valley Bank, die genau an den Wertschwankungen von Staatsanleihen pleite gegangen sind. Kunden haben ihr Geld abgezogen. Sie haben die Staatsanleihen zum Nominalwert in der Bilanz gehabt. Die waren aber am Markt weniger wert, und als die Kunden begonnen haben, ihr Geld abzuziehen, ist das genau der Pleitegrund gewesen. Ja. Wenn ich also zum Beispiel beruflich im Versicherungsbereich tätig bin und einen Namen habe, ja,
Und ich verkaufe meine Produkte an viele Leute in der Versicherung. Die meisten in der Versicherung wissen, dass die Annahme, Staatsanleihen haben kein Ausfallsrisiko, nicht richtig ist. Aber ich darf sie nicht drauf stoßen, damit mache ich mir keine Freunde. Ja? Wenn also alle sagen, der Kaiser hat Kleider an, ja, dann ist derjenige, der dort sagt, der Kaiser ist nackt, ja, nicht unbedingt der beliebteste oder der mit Aufträgen bedacht wird. Ich habe also an solchen Systemen für die Eigenkapitalvorschriften in Versicherungen mitgearbeitet. Ich war aber ausführend unten bei der mathematischen Modellierungen. Wenn das jemand ist, der prominent in der Öffentlichkeit steht, dann kann man auch damit rechnen. Ich kann in niemanden reinschauen, aber dass man auch nicht alles, was man sich denkt, sagen darf. Ja. Also dann kann ich, wenn ich über die Immobilienpreise rede oder so, dann kann ich sehr viel Richtiges sagen, aber bestimmte Sachen darf ich in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so sagen, wie sie mir wie mir der Schnabel gewachsen ist. Deswegen verfolge ich recht gern Fondsmanager, vor allem Fondsmanager, die im Privatbereich sind, die, also Larry Fink zum Beispiel von BlackRock, der sagt, dem sagt also niemand was. Fonds, die wiederum sehr stark von Staaten über Regulierung, da hat man dann auch wieder einen gewissen Maulkorb. Aber jetzt hole ich eh zu weit aus. Jetzt soll es eben um die Aussage geben, die meiner Meinung nach falsch ist. Italien hat sich sehr langfristig verschuldet, deswegen gibt es bei Italien kein Refinanzierungsproblem. Wenn das so gemeint ist, Italien hat in den nächsten 4 Wochen kein akutes Zahlungsproblem und wird in den nächsten 4 Wochen nicht pleite gehen, dann unterschreibe ich das. Dann ist die Aussage richtig. Wenn damit aber so suggeriert wird, dass in Italien die nächsten 2 Jahre nichts passieren wird, dann ist das meiner Meinung nach falsch und das möchte ich jetzt eben mit vielen Daten und Fakten bringen. Ich wollte mir also anschauen, ja, wie langfristig ist Italien verschuldet, welche Zinssätze zahlt Italien, eben welche Anleihen sind ausständig. Also was mal Konsens sein dürfte, ist, dass Italien verzinsliche Anleihen im Wert von 2,8 Billionen, also 2.800 Milliarden, ausständig sind. Das sind die offiziellen italienischen Staatsschulden, für die Italien Zinsen zahlen muss. Ja. Es gibt dann noch durchaus in nennenswerten Umfang versteckte Schulden über die Target-2-Salden, wofür aber aktuell auch keine Zinsen gezahlt werden müssen. Das nur der Hinweis. Aber diese 2.800 an Papieren, auf die Zinsen zu zahlen sind, das sind offizielle Zahlen, die dürften klar sein. Was ich mir angeschaut habe, war auf allen Börsen, die Finanzen.net listet, das sind nicht alle. Wie viele Anleihen von Italien sind dort gelistet, wie viele sind ausständig? Und dort kann man sich den Anleihebestand in der Höhe von 1.600 Milliarden anschauen. Das sind 57% des kompletten Anleihebestandes und somit ist das ein sehr valides, repräsentatives Bild. Ja. Ich kann also mir anschauen auf finanzen.net, aber auch auf vielen anderen Plattformen, welche italienischen Staatsanleihen haben welchen Coupon, also welche Zinsen sind auf welche Anleihe zu zahlen, wie lang läuft die Anleihe noch, wann läuft sie aus und wann muss sie Italien refinanzieren. Ich kann mir hier also 57% des Gesamtbestandes anschauen. Woher kommen die 43%, die ich jetzt nicht beobachten kann? Es wäre zum Beispiel denkbar, dass Italien sagt, wir verkaufen da Mitarbeiterpensionskasse der Firma Ferrari, also wir nehmen uns dort 500 Millionen an Schulden auf, ja, dann ist das ebenso eine Anleihe, eine Schuld von Italien, die aber dann niemals an der Börse gehandelt wird, ja, und nirgends gelistet ist, ja, auf die aber natürlich auch Zinsen zu zahlen sind, ja, nur die kann ich nicht beobachten. Theoretisch, ob das bei Italien der Fall ist, weiß ich nicht. Länder wie Indonesien oder Indien gehen zum Beispiel davon aus, dass sie manche Anleihen an den nordamerikanischen Börsen listen lassen, damit dort Kapitalanleger investieren können. Ja, das würde ich dann eventuell auch nicht sehen, wenn italienische Staatsanleihen vielleicht irgendwo gelistet sind, wo das Finanzen.net nicht aufzeigt. Ja, aber insgesamt kann ich schon Anleihen, die Finanzen.net also addiert auf 1.600 Milliarden beobachten und bei einem Gesamtbestand von 2.800 Milliarden sind 1.600 Milliarden, die ich beobachten kann, schon recht viel. Und dort kriege ich auch bei Finanzen.net die Auswertung, dass 50% innerhalb der nächsten 5 Jahre
zu refinanzieren sind. Ja. Da ist die Frage, wie lange ist die Restlaufzeit und wie viel muss in den nächsten 2 Jahren zum Beispiel refinanziert werden. Ja. Also es gibt ganz kurz laufende italienische Anleihen, es gibt 6 Monate laufende, es gibt 2 Jahre laufende, es gibt 5 Jahre laufende, es gibt 10 Jahre laufende, bis hin zu 30 Jahre laufende. Wenn also jetzt 50% davon in den nächsten 5 Jahren zurückzuzahlen sind, könnte man jetzt also sagen, dass jährlich ein Zehntel refinanziert werden muss. Das ist wahrscheinlich ein geschöntes Bild, ja, weil eben sozusagen eine 30-jährige Anleihe muss nur alle 30 Jahre refinanziert werden, eine 6-monatige muss alle 6 Monate refinanziert werden. Das heißt, es ist, nachdem alle 6-monatigen Anleihen im nächsten Jahr auslaufen und alle 2-jährigen Anleihen innerhalb der nächsten 2 Jahre auslaufen, das ist tautologisch, ja, müsste es also so sein, dass in den nächsten 2 Jahren mehr Anleihen auslaufen, also 2024 und 2025, als zum Beispiel 2027 und 2028, weil es da eben keine Anleihen gibt, die 2 Jahre laufen und die heute schon da wären. Ja. Das heißt, es ist eher damit zu rechnen, ich bin davon ausgegangen, das sagt die alte makroökonomische Literatur, die ich noch während des Studiums gelesen habe, dass die durchschnittliche Restlaufzeit von Staatsanleihen allgemein 7 Jahre ist. Ja. Interessant. Interessanterweise danke auch, das kam aus einem Interview, das jemand in die Kommentare gepostet hat, wo ich eben diese Aussage mache. Bernd Flossbach hat vor 2 oder 3 Tagen in einem Interview genau auch gesagt, dass er davon ausgeht, dass die Restlaufzeit von Staatsanleihen im Schnitt 7 Jahre noch läuft. Ja. Vielleicht sind das aber auch ökonomische Annahmen, die ich genauso gelesen habe wie er, und wir geben jetzt dieselbe Quelle hin. Aber das war eben lange eine plausible Annahme, dass die Restlaufzeit noch 7 Jahre liegt, ja. Weil ich mich auf keinen Fall irren mag, wenn ich jetzt von Sachen ausgehe und dann aus Eigeninteresse nach meine Börsenentscheidungen in die Richtung fällt aufgrund meiner Annahmen, wollte ich parallel dazu, das werde ich im Folgenden fortführen, auch davon ausgehen, was wäre, wenn die Restlaufzeit noch 10 Jahre wäre. Ja. Wenn also so viel 30-jährige Anleihen da sind, dass sogar jährlich nur 10% refinanziert werden müssen. Das ist also eine Annahme, die vermutlich besser ist als die Realität. Aber ich wollte das auch ausrechnen, um zu schauen, was passiert, wenn ich mich hier irre. Ich glaube aber eher, dass die Anzahl der Staatsanleihen, die in den nächsten 2 Jahren refinanziert werden müssen, bei rund einem Drittel liegt, weil es also auch relativ viel Kurzlaufende gibt. Für die folgende Rechnung gehe ich aber davon aus, dass die durchschnittliche Restlaufzeit eben 7 Jahre ist und dass jährlich ein Zehntel der Anleihen refinanziert werden müssen. Ja. Jetzt wollte ich es mir aber noch genauer anschauen und ganz konkret einzelne Anleihen, die es momentan an der Börse zu beobachten gibt, mir ansehen, um eben zu überprüfen, könnte es sein, dass wirklich in den nächsten 2 Jahren kaum was ausläuft, ja, und dieses Problem, wie es eben einige Leute in die Kommentare geschrieben haben, eher nur eins ist, das erst in vielen Jahren akut wird. Ja. Und das ist klar, ganz klar nicht der Fall. Ja. Ich habe mal also angeschaut, welche Anleihen laufen in Kürze aus und welche Volumina haben die. Morgen, also wenn ihr das Video seht, wahrscheinlich eher gestern, aber morgen am 13.10. läuft eine Anleihe aus mit einer Tranche von 6 Milliarden. Also nur morgen muss Italien auslaufende Anleihen im Wert von 6 Milliarden durch neue Anleihen refinanzieren. Am 15.10., also 2 Tage später, laufen weitere Anleihen aus in der Höhe von 16 Milliarden. Ja. Nur um das eine Größenordnung zu haben, 16 Milliarden, die nur am Sonntag auslaufen, das sind 368 Euro für jeden Arbeitnehmer in Italien. Ja. Also von Sardinien bis Neapel, Venedig und Bologna, egal wo man in Italien hinschaut, für jeden einzelnen Menschen, der arbeitet in Italien, ja, muss Italien nur am Sonntag Anleihen in der Höhe von 368 Euro
refinanzieren, gesamt also 16 Milliarden. Ich möchte nur sagen, wenn da jetzt 16 Millionen die Größe wäre, dann wäre das kein Problem. 16 Millionen klingen für mich oder für die meisten der Zuschauer wahrscheinlich auch nach sehr, sehr viel Geld, ja, ist aber für eine Größe von Italien bedeutungslos. Aber 16 Milliarden, also es sind schon auch für Italien ganz nennenswerte Budgetmittel. Ja. Zwei Wochen später, am 1.11. läuft eine Anleihe aus, die ein Volumen von 17 Milliarden hat. Und es laufen noch zwei weitere Anleihen am 1.11. aus, die ein unbekanntes Volumen haben, was man also finanzen.net nicht anzeigt. Vielleicht sind das inflationsgesicherte oder so, wo die Höhe des Volumens von Faktoren abhängig ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall eine läuft ab, die allein 17 Milliarden ausmacht. Am 14.11. läuft eine italienische Anleihe aus, die 5,5 Milliarden Volumen hat. Am 20.11., sechs Tage später, das sind also sehr kurze Intervalle, läuft die nächste Anleihe aus, die macht 8 Milliarden aus. Die ist interessanterweise mit einem Coupon von 0,25% verzinst. Das muss also meiner Meinung nach eine zweijährige sein, die gerade am Höhepunkt der Corona-Hysterie, als die EZB monatlich hunderte Milliarden gedruckt hat, um Staatsanleihen zu kaufen, ausgegeben worden ist, wo also Italien wirklich zinsennahe Null zahlt, und die werden sie am 20.11. refinanzieren müssen und je nach Dauer 4 bis über 5% Zinsen dafür zahlen müssen. Für 30-jährige Staatsanleihen, die Italien aktuell begibt, zahlen sie bereits über 5%. Das heißt, statt 0,25% Zinsen zahle ich dann auf einmal 4,2% oder 5,1% Zinsen. Das wird so die Größenordnung sein. Ja? Und das war eben ziemlich sicher eine zweijährige, ja, sonst, weil vor 10 Jahren hat Italien nicht so niedrige Zinsen gezahlt. Ja? Zinsen im 0-Komma-Bereich gab es eigentlich nur eben während der Corona-Hysterie, wo ja einige bösartigere Ökonomen dann durchaus vorgerechnet haben, dass vor allem die Länder, die immense Probleme mit der Refinanzierung von Staatsschulden hatten, besonders viele Tote nach Brüssel geliefert haben, und damit gab es dann eben den Grund zu sagen, jetzt ist was anderes ganz wichtig, die Welt geht fast unter, ja. Wir kaufen Staatsanleihen, als gäbe es keinen Morgen, und damit hat Italien damals, also vor 2 Jahren, kurzzeitig wirklich zinsennahe bei Null gezahlt. Ja. Und einige dieser Anleihen laufen einfach damals ab. Ja. Und man hat damals auch keine 30-jährigen Anleihen ausgegeben, wo man den niedrigen Zins für 30 Jahre gehabt hätte, dann wäre er höher gewesen, aber etwas niedriger, sondern eben sichtlich hier eine Anleihe, die einen Coupon von 0,25 hatte. 10 Tage später, am 30.11., läuft die nächste Anleihe aus und hat ein Volumen von 6 Milliarden. Ja. Die nächsten laufen dann am 1.12. aus und so weiter. Es geht in kurzen Intervallen in etwa so weiter. Was man hier nochmal sehen muss, ist, ich kann hier nur 57% des Anleihebestands beobachten. 43% sind hier nicht dabei. Ja. Also ich bin tendenziell nur halb so hoch wie das Gesamtvolumen an auslaufenden Anleihen ist. Ja. Dennoch kann ich beobachten, dass allein im November Anleihen im Wert von 35,5 Milliarden Euro zu refinanzieren sind. Ja. Das ist pro Arbeitnehmer in Italien 800 Euro. Ja. Das ist also keine Größe, die so groß klingt, weil es bei Staaten klingt schneller mal was groß, sondern das ist auch wirklich viel, wenn innerhalb von nur einem Monat 800 Euro für jeden einzelnen Arbeitnehmer in den USA refinanziert werden müssen. Das heißt, alte Anleihen mit großteils einem sehr niedrigen Zins, mit durchschnittlich unter 2% Zins, laufen aus und müssen durch neue Anleihen ersetzt werden, die 4-5% Zinsen abwerfen. Und das habe ich auch ganz interessant gefunden. Allein in den letzten 2 Wochen hat Italien 2 30-jährige Anleihen ausgegeben. Die sie ausgegeben haben, zahlen sie 5,05% Zinsen. Vor einer Woche oder 10 Tagen haben sie sogar 5,25% Zinsen gezahlt. Es muss also, in Österreich kenne ich mich da ein bisschen aus. Ich gehe ja davon aus, dass es in Italien Gremien gibt, die Ähnliches machen. Es gibt also staatliche Gremien, die sich, also Spezialisten, Ökonomen, die dann eben entscheiden,
für den Finanzbedarf von Italien, welche Anleihen, in welcher Stücklage, in welchem Volumen, an welche Käufer und so weiter gebe ich aus und welche Zeitdauer wähle ich dafür aus. Ja? Und ich habe das schon ganz interessant gefunden, dass die Leute, die diese Entscheidungen fällen, also gebe ich gerade 2-jährige Staatsanleihen aus oder 30-jährige, sich jetzt aktuell für 30-jährige Staatsanleihen entscheiden, die also gerade aktuell mit 5,05 oder 5,25% verzinst sind. Ja. Würde man also davon ausgehen, nach Selbsteinschätzung von Italien, dass da kein Problem kommt, dass wir aktuell gerade höhere Zinsen haben aufgrund der Notenbankerhöhungen, dass aber die Zinsen dann, wenn sich das wieder auflöst, auch wieder bald fallen werden, ja, dann müsste man ja eigentlich 2-jährige Staatsanleihen. Also wenn ich gerade 5% Zinsen zahlen muss, ja, und ich erwarte, dass das kein Problem wird, dann verziehen sich mich eigentlich, also dann verschulde ich mich jetzt eher kurzfristig und hoffe drauf, wenn die Anleihen in zwei Jahren auslaufen, dass ich dann wieder nur mal 3% Zinsen zahle. Wenn ich jetzt, wo wir gerade Rekordzinsen haben, also Italien zahlt die höchsten Zinsen auf seine Staatsanleihen seit 2012. Was war 2012? Euro-Krise. Wenn also Italien jetzt bei den Rekordzinsen seit der letzten Euro-Krise entscheidet, gerade eben heute eine Anleihe auszugeben, die erst 2053 fällig wird, ja, dann macht man es eher einen Eindruck, dass die Leute sehr wohl sehen, dass sie hier Probleme kriegen und sie wollen den Rückzahlungszeitpunkt, ja, so weit wie möglich in die Zukunft verschieben, ja, um zumindest sagen zu können, wir haben jetzt hier wieder sehr, sehr langfristige Anleihen und dadurch steigt die durchschnittliche Restlaufzeit an und es schaut doch eh alles besser aus. Ja? Also wenn ich selbstbewusst, ja, und optimistisch in die Zukunft schaue und ich habe gerade Rekordzinsen, dann gehe ich davon aus, dass das sehr temporär ist und verschulde mich kurzfristig. Die Behörde in Italien, die entscheidet, wie langfristig man sich verschuldet, hat also gerade beschlossen, aktuell eher 30-jährige Anleihen auszugeben und sich mit über 5% zu verschulden. Das sagt meiner Meinung nach auch durchaus einiges aus. Aber noch einmal, das Entscheidende ist, das ist jetzt keine Interpretation oder irgendeine Annahme, ja, sondern allein im November diesen Jahres werden italienische Staatsanleihen auslaufen von denen, was ich an der Börse beobachten kann, im Wert von 35,5 Milliarden, nur innerhalb eines Monats. Da gibt es noch 2 Anleihen drunter, die auslaufen, wo ich das Volumen nicht kenne. Die kommen noch oben drauf. Und das, was ich hier beobachten kann, sind nur 57% des gesamten Anleihebestands. Der andere Anleihebestand ist entweder nicht an diesen Börsen gelistet oder überhaupt privat, zum Beispiel bei Pensionsfonds. Das heißt, es ist eher anzunehmen, dass die wahre Summe, wenn man das alles beobachten könnte, irgendwo bei 60 Milliarden liegt, die sie allein im November zurückzahlen müssen. Aber zumindest diese 35%, die kann ich beobachten und ich weiß, dass die 35% nur 57% des Anleihebestandes sind. Wenn also jemand sagt, dass Italien langfristig finanziert ist, ja, und dass das kurzfristig kein Problem ist, also kurzfristig ja, Italien wird daran nicht pleite gehen, an diesen Rückzahlungen im November. Ja. Aber wenn jemand das so sinngemäß darstellt, das sind langfristig keine Probleme, das betrifft uns irgendwann einmal in vielen Jahren, dann ist das falsch. Ja. Also allein, wenn ich mir 35 Milliarden hochrechne, ich habe auch im Dezember angeschaut, das wird hier zahlenmäßig zu mühsam, im Dezember ist es ähnlich viel. Also allein, wenn ich davon ausgehe, dass bei dem, was ich beobachten kann, 35 Milliarden in einem Monat und in 2 Monaten 70 Milliarden fällig wären, dann deutet das also darauf hin, dass Italien in den nächsten 12 Monaten eher 600-700 Milliarden refinanzieren muss. Ja. Das ist also ein Problem, das wird in den nächsten Monaten zum Problem führen und nicht in 4 Jahren. Ja. Vielleicht kommt man über das nächste Jahr mit irgendeinem zusätzlichen Ereignis und einem EU-Programm oder so noch drüber, ja. Aber dann reden wir halt in 14 Monaten von gröberen Problemen. Aber das ist nichts, was irgendwann in vielen Jahren kommt, ja, sondern also hier ganz konkret habe ich etwa 70 Milliarden, die Italien allein in den nächsten 2 Monaten hat und da kommt noch das drauf, was ich nicht beobachten kann. Deswegen bin ich eben davon ausgegangen, von der Rechnung, die also wenn ich mir diese Zahlen anschaue, dann ist meine Annahme noch etwas zu optimistisch. Ja. Aber dass Italien
in den nächsten Jahren im Schnitt ein Siebtel der ausstehenden Anleihen refinanzieren muss. Das ist also das, was auch der Herr Flossbach kürzlich gesagt hat, und das ist das, was in der alten makroökonomischen Literatur, was ich gefunden habe. Ich glaube, dass die Annahme insgesamt recht gut ist. In den nächsten 2 Jahren sind es sogar vielleicht etwas mehr als ein Siebtel pro Jahr, weil eben diese ganz kurz laufenden Anleihen dazukommen. Bei 2.800 Milliarden insgesamt an ausstehenden Schulden, wenn Italien jedes Jahr ein Siebtel refinanzieren muss, sind das genau 400 Euro im Jahr, 400 Milliarden Euro, die pro Jahr an Altschulden auslaufen und die, wenn ich kein Geld gespart habe, um die zurückzuzahlen, und das hat Italien nicht, das kann man beobachten, dann muss ich die zu 100% refinanzieren. Was wäre, um mich also ja nicht zu verrechnen, wenn Italien in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr sogar nur ein Zehntel refinanzieren müsste, also nur 10%, dann wären das 280 Milliarden pro Jahr. Das sind also die 2 Rechnungen, die ich jetzt hier führe. Was ich ganz sicher weiß, ist, dass Italien im letzten Jahr rund 100 Milliarden Neuverschuldung gemacht hat, ziemlich aufs Komma. Das heißt, diese 100 Milliarden kommen natürlich dazu. Ja? Also da kann es quasi kaum eine Diskussion drüber geben, wenn ich 100 Milliarden in dem Jahr mehr ausgebe, als ich einnehme. Ja? Dann muss ich die Milliarden neu durch Anleihen finanzieren, und für diese Anleihen muss ich Zinsen zahlen. Das heißt, wenn ich von diesen 7 Jahren ausgehe, dann muss Italien in den nächsten Jahren pro Jahr 400 Milliarden Euro refinanzieren. Dazu kommen 100 Milliarden an Neuschulden, hat also einen Finanzierungsbedarf pro Jahr von 500 Milliarden, wo sie jetzt hohe Zinsen zahlen, wo sie früher aber noch geringe Zinsen gezahlt haben. Auch um hier die Relation deutlich zu machen, ausständig sind insgesamt 2.800 Milliarden. Ja. Nach dieser Rechnung allein 500 Milliarden davon muss ich in den nächsten 12 Monaten entweder refinanzieren oder sie kommen durch Neuverschuldung dazu. Ja. Das ist also schon ganz ein immenser Berg. Sollte es eher so sein, dass nur ein Zehntel pro Jahr ausläuft, was also für die nächsten 2 Jahre schwer vorstellbar ist, dann wären wir bei 280 Milliarden pro Jahr plus 100 Milliarden Neuverschuldung, also bei 380 Milliarden, ja, was noch immer sehr viel ist. Italien konnte sich langfristig, das kann man auch beobachten, das ist also auch keine sehr heikle Annahme, in den letzten 10 Jahren so im Durchschnitt mit 2% verzinsen. Eben während dem Höhepunkt der Corona-Hysterie waren es eben kurzfristig sogar Zinssätze von 0, irgendwas. Es gab dann auch immer wieder Perioden, wo sie mal 3% gezahlt haben, aber insgesamt so, wenn man die 10 Jahre vor letzten Herbst, also vor Herbst 2022 sich anschaut, also nach der Euro-Krise, als die Zinsen dann 2012 schon wieder stark zurückgingen und dann 2013 schon wieder recht niedrig war, bis 2022, dann lag der Schnitt hier also ungefähr bei 2. Wenn man 10-jährige Staatsanleihen Italien googelt, dann kommt man auf zahlreiche Webseiten, wo man sich den Kurs und die Zinssätze, also wo das eben berechnet ist, wo man sich das als Diagramm ansehen kann. Ja. Aktuell habe ich eben festgehalten, das kann ich beobachten, dass die letzten Staatsanleihen, die Italien begeben hat, eben 30-jährige waren mit Coupons von knapp über 5%. Ja. Wenn ich also davon ausgehe, die Verzinsung war lange bei knapp 2%, rund 2% im Schnitt, ja, und liegt aktuell eher bei knapp, also bei 10-Jährigen waren es vor letzter Woche, wo ich auf das Problem aufmerksam gemacht habe, gerade 4.8%, jetzt sind sie, glaube ich, gerade wieder auf 4.7%. Italien entscheidet sich aber für 30-Jährige mit 5.05%. Aber ungefähr kann man als Größe festhalten, und es ist nicht nur so ungefähr, sondern es trifft schon in etwa zu, dass Italien für auslaufende Staatsanleihen aktuell um 3% mehr Zinsen zahlen muss, ja, als der alte Coupon war. Ja. Teilweise gibt es eben so Anleihen, die 2 Jahre gelaufen sind, die sogar nur mit 0.25% verzinst wurden. Da muss Italien jetzt also fast 5% mehr an Zinsen zahlen. Es gibt aber auch alte Staatsanleihen, die auslaufen, wo man gerade auf einen Zinshoch von 3.1% war. Dagegen muss man heute nur
gut 1%, gut 1,5% aufschlagen. Ja. Aber so im Schnitt wird also Italien für die Staatsanleihen, die sie im nächsten 12 Monaten refinanzieren müssen, wenn der Zinssatz ungefähr dort bleibt, wo er jetzt ist, 3% mehr für seine Zinsen zahlen. Diese Rechnung ist ganz wichtig. Ich komme dann drauf, was ich daraus schließe, aber wenn man das verstanden hat, ist man meiner Meinung nach, was die Prognosefähigkeit für die Finanzmärkte anbelangt, stark im Vorteil. Ja? Deswegen mache ich das hier so ausführlich. Ja? Wenn ich also von diesen 7 Jahren Restlaufzeit ausgehe, dann muss Italien aufgrund der 500 Milliarden, die man in den nächsten 12 Monaten refinanzieren muss, also 400 Milliarden refinanzieren plus 100 Milliarden kommen an Neuschulden dazu. Die 100 Milliarden an Neuschulden sind nahezu Fakten. Also in den letzten 12 Monaten waren es 100 Milliarden, aber also da wird man nicht weit daneben liegen. Und plus diese 400 Milliarden, eben wenn ich mal anschaue, nur im November, Dezember jetzt, dass ich allein 70 Milliarden beobachten kann, dann kommen mir die 400 Milliarden fast etwas zu niedrig vor. Aber aufgrund dessen muss Italien, und das kann ich mir jetzt eben so ausrechnen, allein im nächsten Jahr, für das, was im nächsten Jahr finanziert wird, 15 Milliarden mehr an Zinsen zahlen als im letzten Jahr. Wenn ich mit 10 Jahren rechne und mit 380 plus 100, wie ich das vorher getan habe, dann rede ich nur von 12 Milliarden, die hier zusätzlich an Zinsen zu zahlen sind. Und das hört nächstes Jahr nicht auf, ja? Weil auch im nächsten Jahr muss ich ja wieder je nach Rechnung 380 bis 500 Milliarden über den Anleihenmarkt finanzieren und zahle da wieder zusätzliche Zinsen. Und das habe ich mal jetzt eben runtergerechnet, allein auf einen Monat und pro Arbeitnehmer in Italien. Ja. Also was der italienische Staat quasi irgendwo einsparen müsste, wenn er die Leistungen gleich aufrechterhält, nur um die höheren Zinsen zu zahlen. Und in dieser Rechnung mit 7 Jahren sind das also pro Arbeitnehmer in Italien pro Monat 54 Euro. Wenn ich es ganz realistisch rechne, mit Annahmen, wo ich keine Sicherheitsbuffer einbaue, dann bin ich eher bei 60, 65 Euro pro Monat. Ja. Mit der anderen Rechnung 54 Euro und wenn ich von 10 Jahre Restlaufzeit bei den italienischen Staatsanleihen ausgehe und das in den nächsten 2 Jahren nur 10% der gesamten, also jeweils 10% der gesamten Anleihestunden Volumina refinanzieren sind, dann komme ich auf 43 Euro pro Arbeitnehmer. Ja. Aber ich bin irgendwo in der Größenordnung 50, tendenziell eher drüber, also ein paar Euro drüber, aber pro Arbeitnehmer und Monat, die Zinszahlungen in Italien pro Monat ansteigen. Ja. Und das ist jetzt das Wichtige, was ich daraus folge. Die Frau Meloni ist also verpflichtet, im November pro Arbeitnehmer in Italien, es zahlen natürlich auch andere Leute Schulden, aber ich will es in einer greifbaren Größenordnung haben, es zahlen natürlich auch andere Leute Steuern, wollte ich sagen, also auch Pensionisten, aber wenn ich es auf Arbeitnehmer runterrechne, 50 Euro müssen im November mehr an Zinsen gezahlt werden pro Arbeitnehmer als jetzt im Oktober. Da könnte man also leicht eine zusätzliche Steuer einführen, also das wird schon für politische Unruhe sorgen, wenn man eine Sondersteuer ausmacht pro Arbeitnehmer 50 Euro zusätzlich an Steuern. Ja. Aber es wäre greifbar. Dementsprechend auch, wenn Experten sagen, die italienische Staatsverschuldung ist langfristig, daher akut kein Problem. Ja. Ist richtig, akut ist es kein Problem. Ja. Kein Industriestaat der Welt geht wegen 50 Euro zusätzlicher Zinsen pro Arbeitnehmer pleite. Aber das ist nur die Differenz zwischen Oktober und November. Im Dezember kommen wieder 50 Euro pro Arbeitnehmer dazu. Und im Jänner sind es 150 Euro pro Arbeitnehmer, die der italienische Staat mehr an Zinszahlungen für seine ausstehenden Anleihen zahlen muss, als das aktuell der Fall ist. Und im Februar sind es 200 Euro. Und im Dezember nächsten Jahres, deswegen glaube ich, dass da hier in den nächsten 24 Monaten was eskaliert, also im Dezember 2024 wären das bereits 700 Euro pro Arbeitnehmer und Monat,
die ich zusätzlich, ja, vom italienischen Staat aus an Zinszahlungen zahlen muss. Und das hört auch niemals auf, solange die Zinsen so hoch bleiben. Ja. Ich habe mir das nur angeschaut. Der durchschnittliche Arbeitnehmer in Italien verdient netto ziemlich genau 24.000 Euro pro Jahr. Das ist super zum Rechnen. Das sind 2.000 Euro pro Monat. Also bei 2.000 Euro pro Monat eine Sondersteuer zu machen fürs nächste Monat, nur theoretisch, das wird so nicht passieren, aber wo 50 Euro extra zu zahlen ist, das werden die Leute mit Zähneknirschen irgendwo zu, schlucken. Aber im Dezember 2024 wären das bereits 700 Euro. Das wäre also ein Drittel des Monatsgehalts eines durchschnittlichen Arbeitnehmers, die an Zinszahlungen, die der Staat leisten muss, zusätzlich bezahlt werden müssen. Also das geht von der Größenordnung her überhaupt nicht auf. Ja. Und selbst wenn man also sagt, dass ein Teil der Schulden von der EZB gehalten wird und die könnte eventuell auf die Zinszahlungen verzichten, was auf der anderen Seite wieder ein Erdbeben in der EU auslösen würde, weil das eine klare Umverteilung in der EU wäre. Aber sozusagen die Größenordnung ist derart eklatant, meiner Meinung nach, ja, dass das, wenn man das durch Tricks oder durch von mir aus wirklich einen Ausgleich nicht funktioniert, also dass solche kleineren Tricks, wenn das Ganze auf einmal um 20% kleiner wird, dann ist das Problem noch immer da. Dann wären es in einem Jahr pro Monat und Arbeitnehmer, die der Staat zusätzlich an Anleihen Gläubiger zahlen müsste, halt vielleicht nicht 700 Euro, sondern dann wären es nur 480 Euro. Bei einem Durchschnittsgehalt von 2.000 Euro netto ist auch eine Sondersteuer von 480 Euro nicht planbar. Und wenn man jetzt sagt, man könnte es in der Verwaltung einsparen, wiederum, dass man eine Verwaltungsreform macht, wo am Ende rauskommt, 50 Euro pro Monat und Arbeitnehmer, also für jeden, der verwaltet wird, quasi vom Magistrat aus, kann ich die Kosten um 50 Euro einsparen. Ja? Möglich. Glaube ich bei Italien eigentlich nicht, aber das ist auf einmal 700 Euro pro Menschen, der in Italien arbeitet. Also das Volumen insgesamt geht hier einfach nicht raus. Ja. Also das wird sich meiner Meinung nach ziemlich sicher nicht ausgehen. Ja. Hier wird es irgendwo Probleme bekommen. Vielleicht nicht im Dezember, weil im Dezember sind wir erst bei 100 Euro pro Arbeitnehmer, die zusätzlich an Zinsen bezahlt werden. Im Februar sind wir erst bei 200 Euro. Ja, das schaffen wir vielleicht noch oder das schafft Italien vielleicht noch. Aber das ist was, das wird jeden Monat schwieriger. Und man könnte natürlich auch sagen, man zahlt die Zinsen überhaupt nicht. Ja. Dann haben wir erstens eine neue Euro-Krise, ja, und vor allem muss man dann gleichzeitig die Pensionen auch quasi nicht mehr auszahlen, weil vor allem die Pensionsfonds, also wie ich eh auch erklärt habe, und auch die laufenden Pensionen in anderen Videos, kann Italien nur durch neue Schulden zahlen. Die staatlichen Zuschüsse werden in nahezu allen Euro-Ländern von Jahr für Jahr größer als Rentensystem und die kann ich nur so lange zahlen, solange ich mal mehr Geld ausborge. Ja, wenn Österreich also gerade aufgrund der Wahlen nächsten Jahres, denke ich, die Pensionen um 9,7% anschließt, erhöht, dann ist klar, das kann man aus den Rentenkassen nicht finanzieren. Ich brauche also einen Anleihenmarkt, der funktioniert, um diese Schulden finanzieren zu können. Bei Österreich funktioniert das wahrscheinlich noch einige Zeit. Bei Italien, wollte ich zeigen, funktioniert es nicht so ewig weiter. Und jetzt kommt als Argument, das mir einfallen würde, ja, wie kommt man um diese Krise herum, ja, wenn die Staatseinnahmen massiv ansteigen, was in Zeiten hoher Inflation gar nicht so unmöglich wäre. Ja? Also wenn Italien, wenn wir zum Beispiel eine Inflation von 20% hätten und die Staatseinnahmen von Italien steigen um 20%, das wären in etwa 200 Milliarden, also Italien hat ungefähr Staatseinnahmen, Staatsausgaben von 1.000 Milliarden, Staatseinnahmen von 850 Milliarden, so in etwa. Ja. Also wenn die Inflation auf 20-25% ansteigen würde, ja, und die dann würden die Altschulden im Verhältnis zur Inflation immer weniger wert werden, wenn die Staatseinnahmen mit ansteigen mit der Inflationsrate und die Ausgaben gleichzeitig nicht, dann würde man da theoretisch rauskommen. Ja. Allerdings sieht man das momentan überhaupt nicht. Hier habe ich mal wiederum die aktuellen Zahlen rausgesucht. Im Jahr 2021, also noch einiges an Corona-Maßnahmen und Einschränkungen, ja, also sicher ein schwieriges Jahr für einen italienischen Haushalt, ja.
Hat Italien 863 Milliarden eingenommen und 931 Milliarden ausgegeben. Ja. Man hat also ein Defizit von, was sind das, rund 70, letzte Zahl war falsch, ich habe mich in der Spalte verschaut. Man hat 2021 863 Milliarden eingenommen und 1024 Milliarden ausgegeben. Ja. Die Differenz ist ungefähr 150 Milliarden, das hatte ich noch im Kopf, deswegen ist mir das jetzt gerade aufgefallen. Also wir haben Ausgaben, die um rund 15% höher liegen als die Einnahmen. Das rechnet man dann, bevor man es veröffentlicht, im Verhältnis zum BIP, dann kommt unter Anführungszeichen nur von einer Neuverschuldung von 7% raus, obwohl in der Realität 2021 15% mehr ausgegeben worden als eingenommen worden sind. Ja. Und die Staatseinnahmen steigen, also wo ich eigentlich einen super Sprung nach oben erwarten würde, in dem Jahr, wo die Inflation stark ansteigt, von 2021 auf 2022 und wo auch gleichzeitig die Wirtschaft einen gewissen Belebungseffekt hat, weil die meisten Corona-Maßnahmen zurückgenommen werden. In diesem Zeitraum steigen die Staatseinnahmen bei Italien von 863 Milliarden auf 931 Milliarden. Das ist ein Plus von 68 Milliarden. Und die Staatsausgaben, wo man jetzt annehmen könnte, nach Rücknahme der Corona-Maßnahmen, könnte man die wieder etwas reduzieren, steigen aber auch von 1024 Milliarden auf 1085 Milliarden, also um 61 Milliarden. Also die Staatsausgaben steigen nahezu so stark an wie die Staatseinnahmen. Also einmal 68 Milliarden bei den Einnahmen, 61 Milliarden bei den Ausgaben, wobei man hier sicher einen Einmaleffekt hat mit den Rücknahmen der Corona-Maßnahmen, der sich so nicht weiter fortsetzen wird. Und meine Interpretation war ja halt einfach, mit der Inflation steigen die Staatsausgaben halt einfach auch an. Ja? Also ich muss höhere Löhne zahlen, ich muss höhere Pensionen zahlen, in den staatlichen Spitälern wird die Heizung teurer, weil die Energiekosten teurer wird. Ja? Und wenn sowohl Staatsausgaben, also Staatseinnahmen, um eine Inflation ansteigen und die Inflation bleibt bei 5, 6, 7%, dann funktioniert das Weginflationieren über die Inflation nicht. Ja. Ich bräuchte hier also Inflationsraten von 25, 30% oder stark steigende Einnahmen bei gleichzeitig sinkenden oder konstant bleibenden Ausgaben. Ja, und das sehe ich einfach in den Zahlen von 2021 zu 2022 nicht. Ja. Und aktuell, wo man also in dem Jahr wieder ein Minus von ungefähr 100 Milliarden plant, sind die italienischen Zinsen in den letzten Wochen unter anderem deswegen gestiegen, weil klar ist, man kann den Plan, der ohnehin ein sehr hohes Defizit vorsehen würde, auch nicht ganz einhalten. Ja. Das heißt, es schaut eher so aus, ich nehme an, dass das mit den Massen Ankünften an Migranten zu tun hat, aber vielleicht auch mit einigen anderen Effekten, dass der Pfad, den man sich vorgenommen hat, der 100 Milliarden Schulden pro Jahr in etwa vorsieht, dass der auch nicht aufgeht, ja, und dass die Annahmen, die diesen Zahlen auch teilweise zugrunde liegen, sich als zu optimistisch herausgestellt haben. Und damit kann man meiner Meinung nach sicher davon ausgehen, oder ich gehe davon aus, immer demütig, es kann irgendwo was in der Rechnung nicht aufgehen, weil ein Effekt kommt, der drüber liegt. Also könnte zum Beispiel sein, jetzt, also ich musste ja schon sehr absurd werden. Ja. Es kommt ein intergalaktischer Angriff mit massenhaft UFOs, dann ist das Problem auf einmal erledigt. Dann wird man sagen, Geldwertstabilität spielt keine Rolle mehr, die EZB soll drucken, was sie will, und die Staatsschulden sind weg. Aber sozusagen, dann verliert halt der Euro jegliche Art von Stabilität und Wert. Aber wenn gerade Independence Day-mäßig die Marsmenschen landen, dann ist das alles wurscht. Also es könnte, Corona war sowas, wo man das Problem kurzzeitig einfach mit dem Drucken von Abermilliarden diese Mechanismen außer Kraft gesetzt hat. Aber in einem normalen, stabilen Verhältnis, wo ich also sage, ich will Währungsstabilität haben, daher kann die EZB nicht mehr in großem Maßstab italienische Staatsanleihen aufkaufen, ist das so nicht mehr lösbar. Ja? Also in den nächsten ein, zwei Jahren. Ja? Eher schon in einigen Monaten und nicht in 2 Jahren, aber man sollte immer eher vorsichtig sein, dass sich auch Systeme, die schon eine Sollbruchstelle haben,
noch ein bisschen weiter bewegen, als man das glaubt. Das wollte ich aber heute mal vorrechnen, indem ich einfach ganz konkret gezeigt habe, ja, wie viel ist am 13.10. zu refinanzieren, 6 Milliarden, am 15.10. sind 16 Milliarden, am 1.11. dann 17 Milliarden. Ja. Also wenn ein Experte, den ich ansonsten auch achte, ja, wo ich sage, wenn der was sagt, dann überprüfe ich das und schaue, ob ich vielleicht selber falsch liege. Ich wollte mir also jetzt wirklich ganz konkret anschauen, welche italienischen Staatsanleihen laufen auf. Ist es vielleicht so, dass die wirklich so langfristig finanziert werden, dass im nächsten Jahr kaum was zu refinanzieren ist? Das kann ich aber an der Börse glücklicherweise beobachten. Und wenn ich mir das hochrechne, dann sehe ich, dass sich das rasch verschiebt. Ja? Das ist vielleicht auch ein Grund, wenn natürlich auch keine Entschuldigung, dass die Frau Meloni aktuell vollkommen andere Maßnahmen setzt, als sie vor der Wahl versprochen hat. Ja. Also Frau Meloni doch als im Wahlkampf als mit starken Kursänderungen in vielen Punkten eher anti-EU. Ja. Und jetzt ist sie auf einmal ziemlich zahm. Ja. Das kann also schon genau damit zu tun haben, dass meiner Meinung nach zurzeit die EU, teilweise wird es auch kommuniziert, aber viel geredet wird nicht drüber, auslaufende deutsche Staatsanleihen zum Beispiel durch italienische ersetzt. Ja. Also ein bisschen kann man die italienischen Staatsanleihen noch drücken im Zins, aber auch da ist die Munition der EU mittlerweile sehr begrenzt, ja. Indem man deutsche Anleihen verkauft oder nicht neu kauft, ja, wenn welche auslaufen und dafür italienische ankauft. Ja. Nur irgendwann einmal sozusagen ist das deutsche Kapital, das da gebunden ist, auch aufgezehrt. Also die EU hat hier noch ganz wenig Spielraum oder die EZB und den muss sie nutzen. Aber damit hat man natürlich auch eine sehr gute Kontrolle über eine widerspenstige Regierung. Weil wenn die EU kürzer Zeit das Umgekehrte machen würde, ja, und sie braucht sich hier nicht in die Karten schauen lassen. Also die Frau von der Leyen ruft da die Frau Lagarde an und sagt, bitte hau italienische Staatsanleihen auf den Markt und kauf dafür wieder Deutsche, bis die Verhältnisse wieder nicht stimmen, dann eskaliert die Sache sofort. Ja. Und dann haben wir eine neue Schuldenkrise und also das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der Grund, warum sich einige Beobachter, ich war da ja sehr vorsichtig mit politischen Sachen, aber jetzt sehr wundern, ja, warum die Frau Meloni auf einmal so wirkt, als wäre sie die beste Freundin der Frau von der Leyen, so ein bisschen überspitzt gesagt. Und zum Beispiel Ungarn halt, seit Viktor Orban in Ungarn an der Macht ist, sind die ungarischen Schulden im Verhältnis zum BIP um 10% gesunken. Ja? Also Orban hat einer der wenigen Politiker innerhalb der Europäischen Union, die die Staatsschulden im letzten Jahrzehnt wirklich deutlich runtergebracht hat. Die ungarischen Schulden sind noch immer nicht im super Bereich. Sie waren halt vorher sehr hoch verschuldet und sind jetzt moderat hoch verschuldet. Ja? Ungarn hat auch einige Probleme. Ja? Aber sozusagen der Herr Orban kann sich, glaube ich, etwas mehr erlauben, ja, weil er von der EZB nicht abhängig ist, weil die EZB vermutlich sowieso keine ungarischen Staatsanleihen in Forint in ihren Büchern hat. Ja. Aber das ist doch ein sehr, sehr mächtiges Druckmittel, das die EU hier gegenüber der Frau Meloni hat. Also man könnte Italien hier massiven Schmerz zufügen, ja, ohne dass man das irgendwie öffentlich transparent darstellen müsste, weil hier eben, ich kann also beobachten, wie groß ist die gesamte EZB-Bilanz, ja, aber ich kann nicht beobachten, wie groß sind welche Posten an Staatsanleihen. Ja. Dazu schweigt sich die EZB aus. Ja. Also auch das wäre da etwas erklärbar. Ja. Ich bin in anderen Videos darauf eingegangen, wie ich mich finanziell auf diese Sache vorstelle, wie man, glaube ich, wenn man das richtig einschätzen kann, auch finanziell gut durchkommt. Hier nur ganz kurz, also die These ist klar, wenn der Schmerz groß genug ist, ja, also die ersten Anleger rechnen sich das durch, die italienischen Staatsanleihen, 10-Jährige, meine ich jetzt immer, steigen auf 5%. Ja. Wir sind aktuell schon bei 4,7%. Ja. Im Höhepunkt der letzten Euro-Krise waren wir, glaube ich, bei 5,6%. Da ist also nicht mehr so viel Raum dazwischen. Ja. Wenn also die italienischen Staatsanleihen auf 5,5% steigen, ja, und immer mehr Leute stellen die Rechnung an, die ich hier in dem Video anstelle.
Und vielleicht sagen die ersten Versicherungen, wir sind zwar eigentlich gesetzlich verpflichtet, einen Großteil unserer Kundengelder in Staatsanleihen zu investieren, der Eurozone, aber wir tun es jetzt trotzdem nicht, weil im Zweifelsfall, ja, oder bilden eine höhere Risikovorsorge. Ja, wir denken also darum, weil das Ausfallsrisiko so schnell groß wird, dann können italienische Staatsanleihen auch schnell auf 6 und 7% ansteigen. Und dann ist das Problem für jeden ersichtlich. Ja. Dann ist also klar, dass der Kaiser nackt ist. Ja. Und dann gibt es da auch keinen Pointer, also ist das, der Point of No Return längst überschritten. Und dann wird dasselbe wie bei der letzten Euro-Krise passieren, dass das Ganze nur mehr politisch rettbar ist. Ja. Genauso wie bei der letzten Euro-Krise in letzter Instanz kauft dann die EZB alles auf. Ja. Also man wird meiner Meinung nach, das ist auch möglich, ja, ganz sicher bin ich mir bei einer Prognose da nicht, aber ich denke, es wird keinen unkoordinierten Zerfall der Eurozone geben, sondern wenn es dann soweit ist und wenn es keine andere Lösung mehr gibt, ja, dann wird man durch die EZB wieder nahezu unbegrenzt Staatsanleihen kaufen. Dadurch gehen die Zinsen dann auch wieder zurück. Ja. Der Euro ist System bleibt also erhalten, aber das bedeutet, dass die nächste Inflationswelle da ist. Ja. Also ich kann innerhalb von einem Monat 2000 Milliarden Euro drucken, während der zur Finanzierung der Corona-Maßnahmen hat man 4000 Milliarden innerhalb von 2 Jahren gedruckt, 35.000 Euro für jeden Arbeitnehmer in der Eurozone, das dürfte ungefähr der Preis der Corona-Maßnahmen gewesen sein, die hat man über frisches Geld finanziert. Nur wenn ich 4000 Milliarden zusätzlich drucke, und es sind nicht mehr Güter da, dann steigt die Inflation an. Ja. Also die EZB hat die Möglichkeit oder die Politik insgesamt, jedes Euroland zu retten. Deswegen glaube ich auch nicht, dass die Eurozone zerfällt. Aber wenn wir also hier wirklich hunderte Milliarden pro Monat brauchen und das über einen längeren Zeitraum, ja, dann steigt die Inflation halt noch einmal in Bereiche an, wo uns das ja 2022 sicher noch als relativ freundlich, was die Inflation betrifft, vorkommt. Und darauf sollte man sich meiner Meinung nach vorstellen. Also vor allem Leute, die ihr Geld nominal veranlagt haben, würden in so einem Szenario, wenn ich damit recht behalte, ziemlich schlecht ausschauen. Ja? Aber darum geht es in dem Kanal in fast jedem Video. Ja? Was ich aber heute zeigen wollte, ist eben genau die Erklärung. Also in einigen der letzten Videos habe ich kürzer erwähnt, dass Italien ein Schuldenproblem bekommt und habe das nur skizzenartig runtergerechnet. Es kam der Einwand in den Kommentaren. Ich freue mich auch immer über Kommentare, auch wenn irgendjemand schreibt, ich habe das Gegenteil hier und hier gehört von diesem Experten. Die Experten, die da zitiert wurden, sagen leider nicht, was ihre Annahmen sind, aber ich wollte das trotzdem nochmal kritisch überprüfen, weil ich mag ja selber aus reinem Eigeninteresse keine Fehler machen, um finanziell durch das gut durchzukommen und davon vielleicht sogar zu profitieren. Aber deswegen habe ich mir dann eben in einer zweiten Runde angeschaut, ob meine Annahmen halbwegs plausibel sind, indem ich mir eben wirklich die einzelnen Tranchen an Staatsanleihen angesehen habe. Das kann ich eben über die Börse beobachten. Wenn jemand 10-jährige oder Staatsanleihen Italien Börse eingibt auf Google, gibt es zig Seiten, die das veröffentlichen und wo man sich eben die einzelnen Anleihen mit Restlaufzeit, mit Zinskupon und mit Volumen der Anleihe auflisten kann. Das habe ich mal für November, Dezember genauer angesehen und bin eigentlich sogar drauf gekommen, November und Dezember laufen jeweils ungefähr 35 Milliarden ab. Ich kann aber nur einen Teil beobachten. Ja. Das heißt, ich gehe eher davon aus, dass allein in den nächsten 2 Monaten eher 100 Milliarden zu refinanzieren sind. Ja. Und das ist sogar noch etwas pessimistischer, als ich angenommen habe. Wenn also jemand sagt, dass die italienische Staatsverschuldung so langfristig ist, dass das erst in vielen Jahren irgendwann mal zu Problemen wird, würde ich halt persönlich sagen, ich habe mir das genau angeschaut, ich habe darüber nachgedacht, ich halte das für falsch, bei aller Respekt gegenüber der Person, aber mache mir meine eigenen Prognosen und hier habe ich genau die Meinung und heute wollte ich aber mal ganz genau zeigen, wie ich dazu komme. Ja? So, ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag für euch.